Wer an die Türkei denkt, der denkt meistens am Pauschalurlaub am Strand, an große Städte wie Istanbul, an das türkische Hinterland, das landschaftlich wirklich ganz, ganz hervorragend ist. Aber eben auch an die Kulinarik. Ein schöner türkischer Chai-Tee, der geht eben einfach immer. Wenn man essen geht, bekommt man leckeres Fleisch. Dann gibt's diese leckeren Sesamkringel überall. Überall wird etwas gebrutzelt, Kebab geschnitten. Ja, es gibt so vieles. Aber die Türkei ist eben mehr. Und deswegen kommen wir heute mal zum Dessert hier. Der türkische Milchreis Südlak. Den wollen wir uns heute anschauen. Oh, herzlich willkommen zurück bei Rodi Backt und Kocht. Ja, da ist er wieder. Man wird ihn nicht los. Wie so ein guter Hund, der kommt immer wieder zurück. Ja, hat ein bisschen gedauert. Wie gesagt, heute machen wir Südlak. Ich hoffe, man spricht das so aus. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Türkischer Milchreis aus dem Ofen. Und den habe ich eben neulich erst gekostet, als ich mal in der Türkei war. Muss sagen, richtig, richtig gut. Ein echtes Gedicht. Und im Gegensatz zu vielen anderen türkischen Desserts, die neigen dazu immer sehr, sehr süß zu sein, ist das Schöne an dem Milchreis, da kann man die Süße sich selber wunderbar einstellen, indem man einfach die Zuckermenge variiert. Finde ich grandios. Was ist das Besondere? Das ist ein Milchreis, der ist mit weniger Reis, dafür etwas cremiger und er wird im Ofen noch überbacken, damit er oben so eine schöne partielle Bräune eben erhält. Und das wird klassischerweise in so kleinen Tontöpfchen serviert, habe ich mir extra welche besorgt und wer da Interesse daran hat, das richtig original zu machen, in so einem richtig schönen kleinen Tonschälchen, kann man natürlich auch für tausend andere Sachen dann noch nutzen. Ich verlinke euch das mal unten, habe ich mir einfach bei Amazon geschossen und muss sagen, ist gut, funktioniert wirklich hervorragend. Und damit würde ich sagen, machen wir den mal lange rum, gehen wir in die Küche und fangen an mit unserem türkischen Milchreis. Viel Spaß! Ja, für unseren Südlak, da nehmen wir erstmal den Milchreis und den waschen wir jetzt unter fließendem Wasser, so lange, bis das Wasser unten klar rauskommt. Also nicht mehr dieses Milchige hat, die Stärke muss da erstmal raus. Wer sich fragt, wo sind denn die ganzen Zutaten, Rodi? Die stehen wie immer unten im Text unter dem Video. Den Milchreis geben wir dann also einfach in einen Topf und dann gießen wir das Ganze schlicht und simpel mit dem Wasser auf. Deckel drauf und dann wird das Ganze mal so bei mittlerer Temperatur fröhlich vor sich hingeköchelt. In der Zwischenzeit schmeißen wir schon mal die Milch in einen Messbecher. Einen Liter brauchen wir, nehmt da gute Milch, Leute. Und dann kontrollieren wir unseren Milchreis da drüben, ob denn das Wasser auch wirklich schön verdunstet. Also das Wasser soll nach Möglichkeit ganz verkochen und dann geben wir die Milch dazu. Aber nicht die ganze Milch, sondern wir lassen was übrig. So, ihr seht es hier, einfach, das muss man nicht genau abmengen, einen kleinen Schubs drin lassen. Dann geben wir die Stärke dazu, die Speisestärke und danach optional eigentlich ein Eigelb. Das ist in vielen Rezepten nicht drin, in manchen ist es drin. Dieses Eigelb sorgt dafür, dass der Milchreis richtig schön cremig wird. Denn der türkische Milchreis ist viel cremiger und enthält weniger Milchreis. Das Ganze rühren wir kurz durch und dann geben wir auch schon etwas von dem Vanilleextrakt oder Vanillearoma dazu. Wer möchte, kann natürlich auch eine echte Vanilleschote nehmen. Ja, in die Milch mit dem Milchreis geben wir jetzt den Zucker rein und die Menge könnt ihr völlig frei variieren. Von gar keinem Zucker bis zu 250 Gramm könnt ihr da alles machen. Mit 100, sag ich mal 100, 125 Gramm ist das eigentlich ganz gut. Kurz bevor die Milch aufkocht, geben wir jetzt diese Stärke-Milch-Mischung damit rein und das sorgt eben auch mit dem Eigelb dafür, dass wir das richtig schön cremig bekommen, unseren Milchreis. Gut durchrühren und jetzt muss man auch immer so ein bisschen nebendran stehen bleiben. Denn wer nicht kräftig rührt die ganze Zeit oder immer wieder mal umrührt, dann sinkt der Milchreis ab und wird eben unten am Boden anbrennen. Und ihr seht schon, wie schön cremig es hier geworden ist. Das sind so diese kleinen Tontöpfchen, die habe ich mir extra geholt, weil in der Türkei wird dieser Südlak original aus diesen Tontöpfen gegessen. Ich verlinke euch mal unten einen Link von Amazon. Ich habe mir die geholt, die sind gut und günstig. Wenn ihr Interesse habt, nehmt euch die. Wie gesagt, ich habe schon Förmchen zu Hause, geht auch in jedem anderen. So, das Ganze geben wir dann hier in so eine kleine Auflaufform oder ihr nehmt ein tiefes Backblech und gießt es außenrum mit Wasser auf, sodass der Füllstand bis zur Hälfte der Tontöpfchen geht. So, ihr seht das hier, die sind zur Hälfte mit Wasser bedeckt und jetzt geht das Ganze dann ab in den Ofen und ist eben bereit zum Überbacken. Ich sage mal so 200 Grad im Ofen,
gut beobachten. Das wird dann nach einer Zeit ziemlich, es dauert am Anfang lang und dann wird es sehr schnell sehr braun. Also man muss da wirklich ein Auge drauf haben und so schaut es aus, wenn es rauskommt. Man kann den jetzt eigentlich warm genießen, aber man kann den auch vor allem kalt stellen, ein paar Stunden schön in den Kühlschrank und dann den türkischen Milchreis wunderbar als Dessert essen. Passt zu vielen Nachtischangelegenheiten oder Events. Ja, ist nichts, was man jeden Tag hat und ich finde es richtig cool. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Roli.